Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zum zweiten Level 9 CPU Tournament. Diesmal habe ich ein bisschen mehr Speicherplatz freigedönert. Hoffentlich ist die Kamera ein bisschen besser positioniert. Perfekt geht es halt leider nicht wirklich. Ich sehe ein Fangproblem. Ja, sorry, ich kann das nur leider vor der Aufnahme nicht richtig sehen, da sich der Zoom dann nochmal irgendwie verändert, sobald ich die Aufnahme anmache. Naja, ihr seht, die Teilnehmer des zweiten Turnieres in dieser Reihenfolge. Ich muss sagen, für mich persönlich ist das Turnier jetzt als objektiv betrachtet Spieler, Moderator nicht sonderlich wichtig, da ich keinen Charakter aus diesem Turnier wirklich gerne spiele, außer Ganondorf, den ich bis vor kurzem sogar als Main betrachtet habe. Hingegen sind mir vor allem in den ersten zwei Kämpfen ein bisschen viele Abfuck-Trolling-Charaktere. Aber legen wir los. Ja, Mario war da schon. Der wartet schon im Finalturnier, wer das letzte Mal nicht gesehen hat. Legen wir los. Die Regeln sind wieder dieselben. Mal gucken, ob es auch wieder genauso lang dauert. Speicher habe ich genug freigepumpt, hoffe ich. Und ich dachte kürzlich, ich hätte aus Versehen auf sofort zum Kampfergebnis gedrückt, aber so doof bin ich nicht. Ja. Dann würde ich mal sagen, der Kampfbeginn ist jetzt noch nicht so aggressiv oder aussagend von beiden Seiten. Sieht man ja auch am Damage. Jetzt ist mal Schulk ein bisschen in Führung. Ja, jetzt bildet sich die erste relativ deutliche Führung. Die kann aber ganz schnell auch wieder verschwinden. Das erste Item für das Turnier ist auch dabei. Ich hoffe wieder auf so spannende Kämpfe wie teilweise letztes Mal. Man kann es nie wissen, aber ich habe ehrlich gesagt noch nie ein Level 9 CPU-Tournament mit keinem einzigen spannenden Kampf gesehen. Was mich sehr wundert, ist, dass Schalk noch keine einzige Monado-Technik verwendet hat. Der Charakter baut doch auf denen auf. Aber es sieht so aus, als würde gleich der erste Kill heute... Ja, Schmetterschlag. Oh. Als würde gleich der erste Kill für heute fallen. Beide könnten gut sterben. Und... Oh, zwei Teile dieser einen Waffe, deren Namen ich nicht kenne. Oh, gerade als der Ultra Smash fertig war. Schalk will sich anscheinend nicht das Maschinenteil holen, deswegen hat Corin es jetzt. Und dadurch bringen die beiden Maschinenteile von Schalk ihm halt nichts. Aber der Ultra Smash würde schon... Ich glaube, das ist das 2:0. Beziehungsweise 3:1. Ja. Oh, und die Waffe ist komplett. Und trifft. Oh, ein Freestock? Kann es sein, dass wir davon im letzten Turnier keinen einzigen hatten? Und jetzt beginnen wir gleich mit einem. Ich muss sagen, ich hatte mir vor dem Turnier... Ich denke, ich werde das die nächsten Turniere einfach machen. Ich überlege mal am Anfang, wer denkt, ich könnte so gewinnen. Und ich muss sagen, ich habe relativ viel Vertrauen in Mewtwo. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Nächste Charaktere, die ich einfach abfuck finde. Cloud gegen Daraen. Oh, auf dieser Stage. Ich würde mich anstelle beider Kämpfer nicht so nah am Rand aufhalten. Aber auch hier zeigt sich, diesmal aber schneller, eine erste erkennbare Führung für Daraen. Und die Musik ist... Nein.
der Warpstar hat nicht viel gebracht. Beide haben sich gegenseitig getroffen. Oh, das ist das 1-0. Oh, da fällt ein fetter Burger vom Himmel, Alter. Ich hab grad Hunger. Es ist ziemlich mittags, aber ich habe leider nicht so viel Zeit zum Aufnehmen. Deswegen nehme ich jetzt erst dieses Video auf, bevor ich esse. Und wir haben sowieso nicht wirklich viel Gutes leider gerade im Haus. Cloud dealt übrigens hier, während ich von meinem Essen rede, ein bisschen Damage, kassiert jetzt aber auch weiter. Oh, wirklich starke Angriffe hauen beide nicht raus. Ah, da hinten im Fernseher sieht man Nintendox mit Mario-Kostüm oder auch Pixel-Mario im Hintergrund war gerade da. Ein goldener Hammer, aber auch eine explodierende Kiste und ein Pokéball. Und das ist nicht der Kill für Cloud. Wenn jetzt der Ultra Smash rausgeht, das wäre richtig, richtig bitter. Oh! Geblockt! Wird da rein die Ulti? Nein, Cloud haut die Ulti raus. GG. Die Items sind auch verschwunden. Mit Darains Ulti wäre der Kampf vermutlich schon so gut wie entschieden. Oh, das ist warte, was? Der Smashball ist wieder im Spiel. Und mit Wind kann man den nicht zerstören. Aber Cloud hat ihn wieder. Oh, Mann. Das war eigentlich schon kacke dumm. Jetzt der Omnischlag. Es sieht sehr gut für Cloud aus. Und mit Darain. Oh, Darain ist aus dem Turnier ausgeschieden. Und wird nicht mehr vorkommen können. Genauso wie Corrin. Jetzt Inkling gegen Roy. Der erste Nicht-Schwertkämpfer des heutigen Tages. Also jetzt Inkling, ne? Weil ich habe als zweites Roy gesagt. Ist, denke ich, verständlich. Inkling kann auch sehr stark sein. Ich bin wirklich gespannt, wie der Computer sich anstellt. Ich mag ja persönlich auch diese ganzen Fire Emblem Final Fantasy Charaktere. Alles absolut nicht mein Fall. Jetzt in den ersten zwei Kämpfen konnten nur welche davon gewinnen. Aber insgesamt wäre es mir persönlich schon sehr recht, wenn irgendwie eben Mewtwo, Ganondorf, Inkling, so einer das Turnier gewinnen würde. Aber der Kampf startet nicht gut für den Inkling. Oh, schön geschildert, aber dann doch noch den Hit kassiert. Oh, aber in den Boden hat nicht gereicht für irgendeinen Angriff. Die Helfer-Trophäe könnte was bewirken, aber das waren erstmal schöne Hits. Aber Roy bekommt die Alucard, das ist natürlich. Das wird auch das 1-0. Das ist, da bin ich mir relativ sicher, außer Alucard macht weiter nichts. Inkling tötet sich selber. Das war ja mal absolut unnötig. Und die Explosion war auch bitter. Die hat den Inkling getroffen. Oh, der Grab war aber schön. Den Konter predicted. Aber wenn Roy jetzt zu seiner Ulti kommt. Oh nein, der Inkling wollte die Helfer-Trophäe beschützen, hat es aber nicht geschafft. Kriegt jetzt die Ulti und liegt damit um 2 Leben hinten und wird vermutlich das Turnier verlassen. Wenn jetzt Roy nicht den K-Rule macht, dann ist das Ganze durch. Da ist der Ultra Smash, trifft aber nicht, der hätte getötet. Kriegt der Inkling vielleicht noch einen Ehrenkill oder wird er völlig vernichtet und wir sehen den zweiten Freestock.
Ich habe wirklich das Gefühl, dass in diesem Turnier bisher übrigens noch mal eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist, weil ich ja gesagt habe, die ganzen Fire Emblem und Final Fantasy Charaktere, das ist mir jetzt zum Glück selber aufgefallen, Schulk kommt Schulk kommt weder aus Final Fantasy noch aus Fire Emblem, sondern, wenn ich gerade nicht komplett blöd bin, wenn doch, tut's mir leid, aus Xenoblade Chronicles. Ja, damit ist der Inkling auch raus. Wir haben bisher drei Schwertkämpfer weiter. Jetzt Mewtwo gegen Wolf. Zwei sehr starke Smash-Spieler, wobei Wolf vor allem Competitive noch ein gutes Stück drüber steht. Und er hat einen Heimvorteil bei der Map. Wird Mewtwo da überhaupt etwas entgegensetzen können? Der Anfang sieht keineswegs danach aus. Das wird eine Vernichtung. Wäre das möglich? Mewtwo hat 120%, ohne einmal angegriffen zu haben. Da ist ein bisschen Schaden inzwischen. Oh Gott, und ich hatte noch gesagt, ich glaube dran, dass Mewtwo in diesem Turnier etwas reißt. Der wird zerrissen, aber reißt nichts. Der erste Kill steht hier schon kurz bevor. Er lässt Wolf auch die Pistole bekommen. Also Pistole, ne? Das Gewehr. Und das Teil der Waffe bringt... Nein, was war das? Das wäre der Kill gewesen, Mewtwo. Ohne den Angriff hätte Wolf sich vermutlich nicht wieder retten können. Das hätte tatsächlich die Führung werden können. Für Mewtwo. Komplett anders als erwartet. Aber da ist auch das 1:0. Ich kann zählen. Beide machen einen Kill. Ich sage, es steht 1:0. Mewtwo hat etwas aufgeholt im Vergleich zum Anfang. Aber er liegt wieder 80% hin. Oh, schöner Perfect Shield. Ein Teil noch bis zur Waffe. Und da ist eins weg. Ganz komischer Teleport. Gleich wird es den zweiten Kill für Wolf geben. Es sieht absolut nicht gut aus für Mewtwo. Ich glaube, ich sollte nicht tippen, wer gewinnt. Denn wir sehen, wie gut das hinhaut. Mewtwo scheint... Also, mich wundert es auch sehr, dass wir noch keinen One-Stock hatten in diesem Turnier. Das ist verdammt ungewöhnlich. Vier Kämpfe und keiner endet mit nur einem Leben Vorsprung. Das könnte auch jetzt das Ende für Mewtwo... Oh nein! Das tut weh! Einfach gespiked. Wolf holt sich den nächsten Two-Stock und der, auf den ich gewettet habe, ist raus. Aber jetzt kommt der Charakter, den ich persönlich am liebsten spiele in diesem Turnier. Ganondorf. Wird er auch direkt rausfliegen gegen Pac-Man? Beides Charaktere, die in Turnieren ihre Auftritte finden. Oh, die Stage ist nicht angenehm für K.Rool. Und der Gegner offensichtlich auch nicht. Wird da etwa schon der nächste Charakter, den ich gerne und oft spiele, aus dem Turnier genommen? Oh, okay, ich wollte gerade fast sagen, nachdem im letzten Turnier das K.Rool schon wurde. Aber der hat ja noch eine Siegeschance. Aber dazu muss er wirklich reinhauen. Aber zunächst sollten wir uns nicht darauf konzentrieren, sondern auf dieses Match im Moment. Pac-Man liegt vorne von den Prozent. Die Sache ist nur die, da sieht man's. Wer Ganondorf kennt, ein Hit und es ist fast wieder ausgeglichen. Und Pac-Man ist schon lange auf Kill-Prozent.
Oh, Blitz. Den Ganondorf auch noch selber hergebracht hat. Rückstand. Aber... Ah, jetzt kommt gerade wieder. Aber... Oh, das ist der Ausgleich. Das ist der Ausgleich. Der Ultra Smash da könnte viel bewirken. Und deswegen holt Ganondorf ihn sich auch. Und das Pokémon Stadium kommt als Stage. Relativ fragwürdiger Einsatz des Ultra Smashs. Anders als der von Pac-Man, der nämlich jetzt vermutlich doch nicht den Kill bringen wird. Aber jetzt auch noch ein Pokémon. Ganondorf ist auf jeden Fall im Nachteil in diesem Kampf. Er ist im Nachteil, aber ein Angriff kann halt alles drehen. Oder eine Helfertrophäe. Oh, wäre das ein Treffer? Und das ist die Führung. Willst du mich jetzt verarschen? Ich sagte ja, die Helfertrophäe kann das ganze Spiel ändern. Aber ich dachte damit eigentlich eher daran, dass der, für den sie arbeitet, nenne ich es mal, dadurch einen Vorteil bekommt und nicht einen Kill geklaut kriegt. Aber jetzt ist trotzdem die Führung. Ganondorf liegt vorne, ist mit einem guten Treffer aber vermutlich raus. Oh, hätte das Schwert Pac-Man... Oh, das war mies. Das sieht schlecht aus für Pac-Man. Ein schwarzes Loch. Und Pac-Man lebt. Und er lebt nicht mehr. Also, aber das heißt, wir haben schon wieder die Situation. Fünfmal, fünf Kämpfe in dem Turnier und fünfmal gewinnt der Sieger mit mehr als einem Leben übrig. Snake oder V-Fit-Trainer, beides Kämpfer, die ebenfalls super nervig sein können. Wobei ich persönlich und ich denke die meisten anderen auch finden, dass Snake noch nerviger ist, weil... Projektil. Ja, da sieht man's. Komm, noch mehr Munition. Oh, hätte das getroffen, wäre das vielleicht schon das 1:0 gewesen. Das ist das 1:0. Das war total schwach von Snake. Aber jetzt könnte er auch gleich wieder den Ausgleich holen. Eine starke Helfer-Trophäe. Was ist denn das auf einmal? What isn't that? Dieser Kampf beginnt sehr schnell. Beide scheinen früh ihr erstes Leben zu verlieren, aber... Wer passt zu Snake? Aber die V-Fit-Trainerin lebt noch. Die geht nicht so schnell. Okay, jetzt. Die Feenflasche hat letztes Mal für K-Rool vielleicht einen Kampf gerettet. Das wird dieses Mal... Werfen die sich jetzt mit der fucking Feenflasche ab? Leute, das Ding ist nicht wegen seinem Schaden gut. Nur, falls ihr das nicht... Hört doch auf! Ja, jetzt ist die Feenflasche weg. Es ist vermutlich besser für die Fit-Trainerin. Oh, jetzt auch noch diese Ulti. Noch ein Grund, warum dieser Kämpfer einfach wehtut. Ja, das ist auch der Kill. Und das hätte ein Kill werden können, hat aber nicht gereicht. Aber jetzt mit der, oh, obwohl die Helfer-Trophäe macht halt keinen Damage. Oh, okay, so viel dazu. Aber wir werden zum ersten Mal in diesem Turnier einen Sieger haben, der nur ein Leben am Ende übrig hat. Das gilt auch mal. Das finale Leben wird ausgespielt und der Gegner für Ganondorf bestimmt. Flauschling. Snake zeigt genau, was man mit Snake in Smash Bros. Machen kann. Nämlich eigentlich nur spammen. Aber er ist auf Killprozenten, außer wenn die Wii Fit Trainerin sich so hinstellt. Jetzt die Ulti wäre der Win.
Aber beide sind auf Kill-Prozent. Die Ulti würde es beenden. Jedenfalls wahrscheinlich bei einem guten Placement. Will die wie Fit-Trainerin keine Ulti nutzen? Das muss sie nicht. Okay, dann halt nicht. Ja gut. Einfach ohne Ulti. Die Fit-Trainerin wird in der nächsten Runde einen Kampf gegen Ganondorf bestreiten. Aber zuvor kommen noch ein paar andere Kämpfe. Zum Beispiel werden Zelda und Meta Knight sich gegeneinander behaupten müssen und einer wird das Turnier verlassen. Oder Aine natürlich. Und beide scheinen sehr defensiv zu beginnen. Der erste Hit im Kampf geht für Meta Knight raus, der zweite für Zelda. Es lässt sich auf jeden Fall nicht wie gerade bei Wii Fit Trainerin und Snake schon früh eine Dominanz feststellen, auch wenn diese Dominanz sich gerade nicht halten konnte. Aber jetzt zeigt sich die erste sichtbare Führung, die durch diese Helfer-Trophäe entweder verstärkt werden kann oder verloren gehen. Es ist aber vermutlich verstärkt werden. Ich denke, ab 70% hätte das getötet. Und Zelda wird weggeschoben. Meta Knight hat den Ultra Smash. Wird er ihn benutzen? Oder wird er ihn auch einfach ignorieren? Fragen über Fragen. Und da ist der Ultra Smash. Und somit das 1:0 für Meta Knight. Eine Erzkeule kann sehr stark sein, deswegen sollte man sich überlegen, ob man auf sie verzichtet oder nicht. Meta Knight wollte nicht auf sie verzichten, muss es letztendlich aber schon. Oh, eine Heal Zone. Und der Kill für Zelda. Wegen der wohl stärksten Ulti im Spiel. Die Heal Zone ist weg, die Erzkeule noch da und 10% trennen die beiden. Zelda hat auf jeden Fall, wie man sieht, mit der Erzkeule einen guten Fang gemacht, den Meta Knight sich jetzt aber auch mal geben möchte. Und haut damit richtig auf die Kacke mit dem einen Hit, den er hat. Dieser Hit war verdammt wichtig. Und dieser Baseball! Alter, Meta Knight haut Item Plays raus. Jetzt hat Zelda den Baseball, kann aber nicht ganz so viel damit anrichten. Das hätte gerade aber schon den Kill für Meta Knight geben können. Den letzten. Und dieser Kampf wird wieder mit einem One-Stock beendet, der im Moment nach Meta Knights Sieg aussieht. Ein guter Treffer wäre der Kill, aber Meta Knight macht komische Plays. Jetzt der Hit ist das Ende. Es reicht und damit ist dieser Kampf auch rum. Und wir kommen zum letzten. Ich kann zählen, Achtelfinale. Meta Knight verschwindet schon mal, um sich den nächsten Kampf anzugucken. Was für Gegner er dort bekommen, was für einen Gegner er bekommen wird. Olima oder Palutena? Palutena, ein Charakter, der auch sehr nervig sein kann. Genau wie Olima. Ich sage ja, wie am Anfang eben gesagt, in diesem Turnier macht wirklich die Elite der Nervigkeit mit. Und es zeigt sich relativ schnell eine Führung für Olima, die er aber auch wieder verlieren kann. Beinahe 60% sind bereits auf Palutena draußen, aber inzwischen auch, ja, 30 auf Olima. Dieser Laser, Alter, dieser Laser. Oben liegt ein Schwert.
Hä? Ich dachte, die Attacke können nur Mario, Dr. Mario und Luigi, die Oli mal gerade benutzt hat. Oh, ganz knapp. Der nächste gute Hit ist der erste Kill. Und da ist er. Die Führung. Oh, schöner Hit. Olimar kämpft gut. Und Palutena kämpft wie Palutena. Spammen wir doch einfach jegliches Projektil, das es in diesem Spiel gibt. Bomberman kommt hervor. Das ist der Kill für Palutena. 60% trennen die beiden. Aber Bomberman steht auch auf dem Feld. Oh, jetzt mal eine ganz große Map. Aber die Ulti macht viel Schaden, könnte, wenn die Rakete auch nur ansatzweise in der richtigen Richtung eingeschlagen wäre, killen. Palutena holt auf mit Geschossen und Laserstrahlen. Aber wieder die Situation, ein guter Hit ist der Kill für Olimar. Inzwischen aber schon eigentlich nicht mehr nur für Olimar. Der erste Ultra-Smash-Ball dieses Kampfes. Und Olimar scheint ihn sich gerne holen zu wollen und benutzt ihn direkt um den Kill fast... Hallo! Mit der Rakete musst du Palutena treffen. Das sind jetzt fast 200%. Also Olimar, ich will nichts sagen, aber wenn Olimar vor Palutena gestorben wäre, hätte ich aber so weit losgemusst. Oh, aber das ist der Ausgleich. Ist halt blöd, dass man die Leben nicht so gut sieht, weil der Fernseher nicht die perfekte Ansicht hat. Aber es ist das finale Leben. Die Ulti hat nichts gebracht, außer ein Pikmin zu beseitigen. Kommt schon wieder wer rein? Alter, läuft bei mir heute. Ja. Ach nee, ist derselbe, der vorhin schon mal reingekommen ist. War anscheinend noch mal weg. Der Olaf halt. Aha, das erklärt so einiges. Oh, das sieht nicht gut aus, nicht gut für Palutena. Der Kampf ist gelaufen. Eine halbe Stunde hat es gedauert, bis die Achtelfinals durch sind. Wir haben die ersten 8 Charaktere, die dieses Turnier verlassen haben. Nun treten Schuld und Cloud gegeneinander an. Und kannst du bitte noch lauter mit der Tüte rascheln? Ich versuche aufzunehmen. Ich atme sie nur. Ah, das geht aber auch ein bisschen leiser als du noch. Sind sie sind auch beide gleich bescheuert. Ja, im letzten Kampf hat Schuld ein einziges Mal. Oder nee, er hat relativ spät begonnen, hat dann aber hin und wieder Monado-Techniken benutzt. Diesmal fängt er sofort damit an. Ich bin echt gespannt, wer gewinnt. Ich sag so, ich gönne es beiden nicht. Aber irgendwer muss halt gewinnen. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Im Kampf danach sehen wir bereits den nächsten Fire Emblem Schwertkämpfer. Ja! Oh, schöne Hits. Beide machen gut Damage. Die Kiste hätte Damage machen können beim Draufwerfen. Cloud ist auf jeden Fall im Killbereich. Und die Tretmine. Tretmine? Krabbelmine. Holt den ersten Kill. Aber es ist auch keinerseits unmöglich, dass wir gleich wieder einen komplett ausgeglichenen Kampf haben, wenn
Schulk, ich sag immer Schalk, aber der Sprecher hier sagt Schulk, deswegen glaube ich dem mal. Wenn der jetzt rausfliegt, ohne Schaden zu machen. Genau das meinte ich. Und schon sieht die Situation anders aus. Der Omnischlag haut rein. Ich denke, noch kein Kill. Ja, habe ich richtig mitgerechnet. Aber auf jeden Fall eine eindeutige Führung, die aber von einer getroffenen Ulti auch wieder hätte. Was war das für ein Einsatz der Bombe? Oh Gott, Schul kämpft ja schrecklich. Aber wisst ihr, was mir gerade am meisten Sorgen macht? Wenn gleich das zweite Halbfinale, wenn Roy das gewinnt, dann ist auf jeden Fall einer von den Abfuck-Schwertkämpfern im Finale. Ich habe keinen Bock, dass einer von diesen Keksen, ich könnte auch Keks sagen, das wäre aber nicht so freundlich, das Finale gewinnt. Und es sieht so aus, als würde Cloud sich dann gegen den nächsten Kämpfer behaupten müssen, auch wenn der Kampf natürlich noch nicht entschieden ist. Die Falle, er hat nicht drauf geachtet. Oh, es ist schon wieder fast ausgeglichen. Das ist wirklich der Fluch vom Moderator. Wenn er einmal sagt, es ist eindeutig, ist es sofort nicht mehr eindeutig. Den Samstag müsst ihr nicht angreifen, das ist euch schon klar, oder? Oh, starke Treffer. Die Ulti würde es beenden. Es ist durch. Der Kampf ist vorbei. Schulk hat verloren. Dass er das nicht überlebt, das war klar. Somit haben wir den nächsten Kämpfer, der endgültig aus dem Turnier ausgeschieden ist. Jeder Viertelfinalgewinner hat auf jeden Fall noch eine Chance zum Gesamtsieg, indem er entweder das Turnier gewinnt oder das fünfte Turnier, die Loser Brackets. Tja, und jetzt haben wir auf einer sehr naja Stage den nächsten Kampf. Wolf gegen Roy. Auch wenn Wolf im ersten Kampf von ihm bereits den Kämpfer, auf den ich gewettet hatte, rausgeworfen hat, bin ich eindeutig für ihn. Und er liegt bisher auch vorne. Ein guter Hit an der Edge wäre ein Kill. So viel zu der Führung. Ja, so viel zu der Führung. Ich will nicht, dass Roy gegen Cloud ein Halbfinale wird, Junge. Darauf hätte ich mal so keinen Bock. Ich bin weg, das passiert. Ja, wird's auch. Roy liegt ja auch schon vorne. Oh. Ja, gut. Hatten wir gerade nicht das Thema mit dem Fluch des Kommentators? Wer den Ultra Smash bekommt, hat auf jeden Fall einen Vorteil. Man sollte ihn aber dann auch treffen. Der Kampf ist wieder ausgeglichen. Oh, 1,4% Führung waren das für kurze Zeit für Roy. Das ist natürlich ganz extrem. Ein Waffenteil liegt wieder da. Der Kampf ist sehr ausgeglichen. Eine Ulti würde wieder einen Kill bedeuten für Roy. Das zweite Waffenteil könnte er sich nehmen und tut er auch. Hallo, machst du jetzt auf wie Fit-Trainerin? Genau. Er hat gesagt, nicht genau. Hättest du ruhig auf wie Fit-Trainerin machen dürfen.
Oh, zwei Teile der Waffe sind bei Wolf. Ich habe das dritte gehört. Außerdem wäre ohnehin ein guter Hit der Kill. Jetzt hat Roy eins, aber wenn er stirbt, dann hat Wolf die Waffe. Das ist wahrscheinlich sogar besser, als wenn er sie jetzt hat. Und Roy wird in Kürze sterben. Da kann man sich relativ sicher sein. Wenn Wolf nicht alles falsch macht oder einfach komplett auf die Schnauze kriegt. Es sieht aber tatsächlich danach aus. Oh, ganz kritisch. Sag mal, Wolf, du hattest hier eigentlich gerade schon eine gute Möglichkeit. Diesmal triffst du auch. Das wird auch ein Kill. Alles andere wäre unrealistisch. Ja, so viel dazu. Oh, direkt eine starke Helfer-Trophäe. Das wäre lustig gewesen, wenn es irgendwie so gekommen wäre. Ja, die Switch ist abgestürzt, damit es kein Kill wird. Und Roy ist raus. Piep. Wette verloren, Opfer. Ich hab nicht gerettet, ich hab gesagt, ich schätze es. Juckt mich nicht, Wolf ist im Halbfinale. Roy ist aus dem Turnier, danke. Und jetzt wird laut das Halbfinale gewinnen. Jetzt kommen wir aber erstmal zu Ganondorf, der sich ja auch bereits in seinem ersten Kampf durchsetzen konnte gegen die Wii Fit-Trainerin, die den bisher schnellsten Kill in den CPU-Tournaments gemacht hat. Auf der Mario-Circuit. Zumindest als erste Stage. Sag mal, Ganondorf. Oh mein Gott! Das war ein 0% Kill! Ein 0% Kill! Und sag mal, das kann hier gleich den nächsten. Hallo? Da ist ein Pokémon gespawnt. Bitte was? Was ist das? Hilfe! Ich komm nicht klar, bitte helfen Sie mir! Die Wii Fit-Trainerin liegt bereits um 2 Leben hinten. Wenn Ganondorf diesen Ultra Smash bekommt, dann ist der Kampf. Die Wii Fit-Trainerin normalerweise gegen Ganondorf. Schwer zu sagen. Sie kann ihm gute Kombos geben und ich würde sagen, dass es hier vor allem jetzt auf wirklich fragwürdige, an wirklich fragwürdigen Plays liegt. An dem Kampf so nah am Rand der Stage und eben daran, dass man auf den Stages schwer runterfallen kann. Wenn man gut runterfallen könnte, hätte die Wii Fit-Trainerin einen absoluten Vorteil gehabt. Aber so sehen wir den einen weiteren Freestock. Man kann bei dieser Stage nur schwer runterfallen. Jedenfalls, es ist halt so, wenn man, also man kann sich leichter retten, sage ich mal, weil an vielen Stellen Boden ist. Auf so einer normalen Stage, wenn man da mal im Seitenhaus ist, kann man sich als Ganondorf-Spieler nicht mehr retten. Und jetzt... Olimar ist schon in den Kampf geworden. Olimar ist nicht unbedingt schwach. Ich würde sagen, von der Performance her hat er tatsächlich in den Achtelfinals die beste Performance abgegeben. Obwohl Wolf auch absolut abgegangen ist. Meta Knight hat einen eher fragwürdigen Kampf geliefert. Heißt aber nicht, dass er nicht gewinnen kann. Der Gewinner der beiden wird dann Ganondorf facen müssen. Was dieses Turnier auch spannender macht. Diesmal können wir hier kein wirkliches Klischee haben. Nintendo kann nicht so parteiisch sein. Mario hat ja schon im ersten Turnier gewonnen. Das Problem ist, wen wird die Switch eigentlich am Ende als besten Charakter auswählen? Wenn Mario das Finalturnier gewinnt, dann ist das rigged. Und erster Kill für Meta Knight. Er wirft ihm ein Geschenk in sein Gesicht. Deswegen, liebe Kinder, nehmt nie Geschenke von fremden Menschen auf der Straße an. Ernst? Hä, was dagegen? Oh, das waren schöne Hits von Meta Knight.
Und eine Ulti würde viel bewirken. Genauso. Jetzt die Ulti. Dann eben jetzt. Jetzt! Jetzt mach die Ulti! Ich meine, hallo. Also, wir hatten das erst ein... Oh, 2 zu 0. Wir hatten es ja heute schon einmal, dass die Ulti einfach völlig verweigert wurde. Von der V-Fit-Trainerin gegen Snake. Aber wie man gesehen hat, da sie ja im Viertelfinale stand, hat es bei ihr nicht viel ausgemacht. Aber es heißt natürlich auch nicht, dass es bei niemandem was ausmacht. Übrigens, um das nochmal hier so zu betonen, es sieht nicht gut aus für Olimar. Und vielleicht... Er hat den Aimbot bekommen! Danke! Im ersten Kampf hat er kein einziges Mal mit dieser Rakete getroffen. Oh, auf den Bob-Omb gehauen, das war mies. Sag mal... What the fuck? Ich wollte gerade sagen, Meta Knight, ich würde da mal weggehen. Der Kampf ist nicht gewonnen. Wird Olimar jetzt so ein Comeback starten wie Mario gegen das Duckhand-Duo? Meta Knight kann raushauen. Und das tut er. So viel zu dem Comeback. Tja, schön aufgeholt, aber nicht genug. Da haben sich bei Meta Knight immer so spannend gemacht. Ja, genau. Damit wird Meta Knight im Halbfinale gegen Ganondorf antreten. Im anderen Halbfinale sehen wir Cloud gegen Wolf. Ich muss sagen, mir ist es tatsächlich fast egal, was im Halbfinale passiert. Hauptsache, das erste Halbfinale geht für Wolf aus. Nicht für Cloud, auch wenn er immer noch die Chance hat. Auch wenn er jetzt verliert, könnte er immer noch den Meistertitel gewinnen. Beide starten mit sehr komischen Moves. Hallo, ihr sollt kämpfen, Leute. Und das ist ganz... Nein, hätte Wolf zur Seite gesmashed. Wäre das der erste Kill gewesen. Oh, schönes, starkes Item. Aber es ist ausgeglichen. Schöner Perfect Shield von Cloud. Beide können den ersten Kill langsam holen. Ich verstehe jetzt nur nicht, warum Wolf die Feuerbarriere weggeworfen hatte. Und ein guter Hit. Egal von wem. Wolf ist ganz... Wie? Wolf lebt? Jetzt nicht mehr. Ich dachte schon. Wie hat der denn... Ich hab grad sogar kurz weggeguckt. Wie hat der bitte den Hit überlebt? Ein guter Hit und Cloud ist tot. Das muss Wolf sich zunutze machen und darf nicht viel kassieren. Ja, so viel zu nicht viel kassieren. Der Omnischlag trifft perfekt. Die Map ist sehr hoch. Aber es reicht nicht zum Kill. Und jetzt die Ulti. Das sieht nicht gut aus. Böse. 60% Rückstand. Okay, jetzt kommt ein bisschen Schaden. Der Ultra Smash könnte auch einiges bewirken. Aber natürlich nur der richtige. Leute. Ich habe selber gedacht, der andere wäre... Was? Das war der lächerlichste Tod des aller Turniere bisher. Er nimmt sich den Ultra Smash Ball, hat den Ultra Smash, aber rennt nochmal los und haut den falschen kaputt. Was? Das hätte auf jeden Fall noch der Win für Wolf werden können. Aber so werden wir wohl Cloud im Finale sehen. Es kann noch... Okay, so viel dazu. Ich wollte gerade sagen, es kann noch einen Kill für Wolf geben. Aber nein, Cloud ist im Finale. Na toll.
falls irgendwer fragt, was ich gegen Cloud habe, spielt mal online Smash Bros. Ultimate. Gegen Cloud. Dann habt ihr auch was gegen ihn. Ganondorf oder Meta Knight? Wer wird Cloud herausfordern? Warum klingelt... Das ist eh die Post, sonst klingelt niemand so lang. Gute Musik. Ja, ist die Post offensichtlich. Ja, gut. Ich hab heute echt Glück. Ja, Ganondorf hat bisher 2-3 gute Hits rausgehauen. Meta Knight hat auch ein paar gegeben. Oh, hätte das Schwert getroffen, hätten wir eine frühe Führung. Ein grüner Panzer könnte viel ausrichten, dazu müsste er nur treffen. Und das ist der erste. Wenn der Posttyp mich jetzt hört, dann denkt er, ich bin ein bisschen blöd. Naja, das denken wahrscheinlich sowieso die meisten, die dieses Video gucken. Oh, die Feenflasche hat letztes Mal K.Rule in so einer ähnlichen Situation schon viel gebracht. Deswegen wird Meta Knight sie lieber schnell los. Der lernt aus Fehlern anderer. Knappe Sache. Aber es sieht nicht... Oh, das können... Nee, kein Kill. Aber Meta Knight hat ein Kleeblatt. Ganondorf hat ein Kleeblatt. Okay. Ganondorf heilt sich gegen, aber ich denke, das reicht nicht um... Er haut raus! Er braucht nicht mal die Ulti! Was tut Ganondorf? Okay, jetzt kann er die Ulti aber auch nicht mehr benutzen. Die Erzkeule hatte bereits in Meta Knights ersten Kampf eine große Wirkung für ihn. Wird er es wieder hinkriegen, einen krassen Kill auf Low Percent damit rauszuhauen? Ich glaube aber eher, dass Ganondorf gleich den Kill auf Low Percent raushaut. Wir reden hier von Ganondorf. Das hittet zwar und... Obwohl, nee, Meta Knight haut ja nicht nach unten, sondern zur Seite, weshalb es... Als ob das auf 40% tötet! Bitte was? Der Bob-Omb geht ins Leere. Aber es ist klar, ein guter Hit. Und Ganondorf hat sich den Einzug ins Finale gesichert. Aber er kann auch noch verlieren. Oh, der Tornado. 100, der Tornado holt das Finale. Cloud gegen Ganondorf. Meta Knight und Wolf haben beide aber auch noch die Chance, sich für das Finalturnier zu qualifizieren. Das schreibe ich mir tatsächlich schon mal kurz auf. Ich notiere nämlich, natürlich, weil ich nicht blöd bin, wer wie platziert ist. Daher weiß ich auch noch, was im ersten Turnier, wer welche Platzierung hatte. Das notiere ich mir kurz, um ein bisschen Spannung aufzubauen, lol. Im Turnier 2. Haben wir als Halbfinalverlierer Wolf und Meta Knight. Dann wird jetzt der Finalverlierer festgestellt. Und natürlich der Finalgewinner. Auf geht's. Der letzte Kampf der zweiten Vorrunde steht an. Ganondorf, einer meiner Lieblingskämpfer, gegen Cloud, den ich so einen Abfuck finde. Da bin ich jetzt natürlich nicht ganz unparteiisch, um das mal so zu sagen. Aber ich rechne ehrlich gesagt mit einem Sieg für Cloud. Ich hätte es gern, dass es anders läuft. Obwohl, naja, das ist halt die Sache. Ganondorf, wenn der mal hittet, dann gibt's auf die Schnauze. Früher erster Kill. Die Musik hat auch eine gute Finalatmosphäre gemacht.
Oh, es gibt wieder viele Hits. Ganondorf muss aufpassen, denn er kann sich nicht retten, wenn hier was kommt. Die Ulti, wenn Ganondorf die Ulti bekommt, ist der Kampf fast Geschichte. Also gelaufen, dann ist Cloud fast Geschichte. Aber es ist das 1:1. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass Ganondorf das überlebt, geht ein 0? Oh, 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 ganz... Oh, eine Zelda-Map. Aber Ganondorf nimmt sich nicht die Helfer-Trophäe. Das war ein großer Fehler. Der Kampf ist wieder ausgeglichen. Das ist ein spannendes Finale. Aber die Helfer-Trophäe, der Sheriff, hat nur einen Hit gelandet. Curry kann man sehr gut verwenden, um dem Gegner keine Bewegungsfreiheit zu lassen. Ganondorf hat seine Ulti und könnte damit einen Kill holen. Und das sollte er vermutlich, wenn er noch eine Chance haben will. Aber er verfehlt, das ist kritisch. Und er nimmt sich die nächste Helfer-Trophäe nicht. Und dann ist es ein Metroid. Oh Gott, das wird es vielleicht gewesen sein. Ganondorf macht viele, viele Fehler. Er hätte auf jeden Fall eine gute Chance zu gewinnen. Er müsste sie nur nutzen. Hallo? Sag mal, der Typ, der ist auf 212%. Ja. Oh, schade. Es gewinnt vermutlich wirklich Cloud. Jetzt bekommt zwar auch mal Gendorf eine wohlgemerkt starke Helfer-Trophäe. Oh nein, hätte das getötet. Das wäre so wichtig gewesen. 31% Rückstand. Dieses Item bringt auf dieser Map nichts. Ich würde es ehrlich gesagt gar nicht benutzen. Oh, dieser eine Hit holt halt wieder viel auf. Aber das war ein Air Dodge. Wenn Cloud seine Ulti gleich hat und damit trifft, ist der Kampf gelaufen. Dann hat Ganondorf verloren. Er verfehlt! Aber jetzt bekommt er die Ulti! Er wird die Ulti nutzen. Willst du mich verarschen? Ich dachte genauso wie die Typen in der Einwerbung, die ich vor kurzem gesehen habe, die die Challenge hatten, um es anzuspielen und sich den Mund zu verkleben. Oh, was? Was war das für ein Finale? Hilfe! Ganondorf hat gewonnen! Ganondorf gewinnt die zweite Vorrunde des ultimativen CPU-Tournaments. Was? Ich finde es irgendwie lustig, wenn du beim nächsten Zeitkampf dir den Mund verkleben müsstest. Das würde es jetzt auch nicht. Dieses Finale, Alter! Damit ist es bestimmt. Kurz notieren. Boah, Alter. Wir hatten wirklich nicht viele spannende, krasse Kämpfe in diesem Turnier. Aber dieses Finale. Das hatte es in sich. Nächstes Mal geht es dann mit der dritten Vorrunde weiter. Wenn ich mich nicht irre, wird dann zum Beispiel auch der letzte Mii-Kämpfer kommen. Wird er genauso einen Erfolg haben wie die beiden anderen? Die beide
noch eine Chance haben, sich für das Finalturnier zu qualifizieren. Wir werden es sehen. Schaltet wieder ein. Bis dann. Ciao.